Na Männer, alles klar? Jawohl, Herr Karl! Sehr gut. Situation ist hervorragend, will ich mal sagen. Die Situation hat sich einfach komplett gewandelt. Wie so oft. Also gerade in der letzten Folge, gerade zu Anfang der letzten Folge, sah es ja wirklich nicht gut aus. Wir waren alleine am Konvoi und waren schon auf 100 Meter Wasserbombenverfolgung. Und ich glaube, das waren insgesamt 7 Geleitschiffe, die sogar noch übrig waren, nachdem wir schon 2 rausgeknipst hatten. Also wirklich eine ganze Menge, die uns da beharkt hat oder beharken wollte. Dann sind plötzlich deutsche Boote aufgetaucht und die Situation hat sich komplett verändert. Hat am Ende dazu geführt, dass wir jetzt hier an den Frachtern dran sind. Ihr habt das ja gerade schon in dem kurzen Intro gesehen. Das ist so ziemlich genau das, was noch übrig ist. Wir haben schon die ersten rausgeschossen und jetzt geht es so langsam auf die knapp 6000 Tonner. Also, Situation insgesamt stellt sich ungefähr so dar, dass es noch übrig. Empire Deed, Empire Elk, Empire Austin, Empire Ransom und Schiff. Also noch ein weiterer Frachter, den wir noch nicht identifiziert haben. Und die einzige Sicherungsfahrzeug, was hier mit diesem ganzen Pulk mitschwimmt, ist hier hinten diese Korvette, die aber auch nicht wirklich aus den Startlöchern kommt, habe ich fast den Eindruck. Oder sie haben einfach wirklich keinen blassen Schimmer, wo wir uns aktuell befinden. Die ganzen anderen Sicherungsfahrzeuge scheinen immer noch irgendwo hier hinten unterwegs zu sein, sind bislang noch nicht, haben noch nicht wieder aufgeschlossen. Also entweder sind die jetzt wirklich, jagen die noch die anderen deutschen Boote oder sind mit denen in Gefechte verwickelt. Ich weiß es nicht genau, aber die Situation ist für uns natürlich aktuell jetzt perfekt, weil wir jetzt einfach mehr oder weniger in Ruhe auf die anderen Frachter operieren können. Einzig nur auf die Korvette müssen wir Acht geben, die aber noch locker 5 Kilometer entfernt ist. Also nächstes Ziel, Kurs ist bereits berechnet und wir können auch eigentlich direkt fröhlich weitermachen mit den weiteren Kursberechnungen und direkt schon mal den nächsten aufs Korn nehmen. So, Knackfuß kümmert sich einmal hier um Empire Elk, da haben wir auch schon 69%, also wir können jetzt wirklich einen nach dem anderen hier wegknipsen. Denke ich mal. Und ehrlich gesagt, um die Korvette mache ich mir nicht allzu viele Sorgen. Könnte sogar so dreist sein und schauen, dass wir hinter den kommen. Und den sogar auch noch versenken. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Luftqualität 85. Wir sind schon mit AK unterwegs. Müssen wir eigentlich nur noch schauen, dass wir hier... Und das ist reine Formsache, ehrlich gesagt, dass wir hier in eine vernünftige Position kommen. Mal kurz seinen Kurs beobachten. Zack, jetzt weg nach Steuerbord. Das heißt, gleich dreht er sich wieder nach Backbord. Jetzt ist gut. Empire Deed. Frage Tiefgang. Empire Explorer 8,9. Lass mal den auf 7 steuern. Rohr 4 bewässern. Torpedotiefe 7,0. Magnetzünder. Volle Geschwindigkeit. Rohr 4. Rohr 4 fertig. Los. Los! 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. So. 30 Sekunden. Wir gehen mal davon aus, dass der trifft. Ändern gleich unseren Kurs und operieren dann auf Empire Elk. Haben schon einiges rausgeballert hier. Wir funken jetzt auch einmal hier. So, also ich hoffe mal, das Zeitfenster ist noch ausreichend groß. Aber wie gesagt, mit dieser einen Korvette werden wir irgendwie fertig werden, solange die anderen Kriegsschiffe nicht wieder zum Konvoi aufschließen. Ist hier, glaube ich, alles gut für uns. Treffer auf Empire Deed. Scheint ihn nicht wirklich zu beeindrucken.
Kann aber täuschen. Wir warten mal. Ah, doch, 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 doch. Sieht gut aus. Säuft direkt ab. Ist abgemeldet. Empire Deed. Verschwindet von der Wasseroberfläche. Nächstes Ziel. Empire Elk. Wir halten direkt drauf zu. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Kursberechnung ist gut. Next up. Empire Austin. Es läuft wie am Schnürchen. So schnell kann sich das ändern, ne? Und das ist genau der Punkt, was ich schon so oft gesagt habe. Ihr könnt das alle schon gar nicht mehr hören. Aber die Dynamik, die macht das einfach so interessant. Innerhalb kürzester Zeit kann sich einfach alles komplett ändern. Aber halt auch in beide Richtungen, ne? Kann super gut laufen und plötzlich bist du verratzt. Kann ganz, ganz übel sein und plötzlich läuft es wie am Schnürchen, so wie jetzt gerade. Letzteres ist mir natürlich deutlich lieber. So, jetzt geht es nur noch darum. Erneut. Gute Position. Ich würde sagen, jetzt. Empire Elk. Hoffentlich gehen uns die alle nicht aus. Na, hinten haben wir auch noch zwei. Wo drei bewässern. Ich denke, das können wir direkt so eingestellt lassen, alles. Empire Elk. 745. Geht schon klar. Geh mal ein bisschen höher. 6,5. Sollte funktionieren. Rohr 3. Los. Los! Nicht ganz perfekt. Hoffentlich zackt er uns jetzt nicht noch weg. Aber Distanz ist relativ gering. Also normalerweise funktioniert das. So, wen nehmen wir uns denn als nächstes vor? Korvette ist hier drüben. Dürfen wir natürlich nicht ganz vergessen. Also ich darf das jetzt nicht komplett auf die leichte Schulter nehmen. Gott bewahre. So, ja, hier wäre dann der nächste. Treffer auf Empire Elk. Auch das sollte genügt haben. Ich sag's euch, wir zerpflücken hier noch den kompletten Konvoi. Junge, Junge, Junge. Was haben wir jetzt? Mitte 40, ne? Nicht ganz. Selbst unser 1WO hat schon das Ritterkreuz bekommen. Die werden... 41 werden die schon so hoch dekoriert sein, die Männer. Also um den 1WO muss man sowieso langsam mal Gedanken machen. Also ich habe so ein bisschen im Gefühl... Also der ist ja prädestiniert langsam für sein erstes eigenes Kommando. Ob sie uns den nicht irgendwann abziehen. So. Wir drehen bei. Angriff. Auf Empire Austin. Haben wir den jetzt schon mal identifiziert? Immer noch nicht. So, auch das ist reine Formsache. Korvette ist hier drüben. Also, der scheint, ich weiß nicht, unerfahren zu sein, möglicherweise. Sucht an der völlig falschen Stelle nach uns. So, auch der dreht sich jetzt perfekt in die Schussbahn. Deswegen schießen wir jetzt auch direkt. Empire Austin, auch ein 6000er. Rohr 2 bewässern. Torpedotiefe 6,5. Rohr 2, Achtung. Und los. So. Bin ja fast geneigt, die Korvette anzugreifen. Na gut, solange der noch da drüben rumeiert, wir drehen bei, greifen ihn an. Empire Archer, jetzt haben wir den auch identifiziert. Und Treffer. Oh ja, die Explosionssounds, ne, die haben sie schon auch mit dieser Soundmod etwas netter dargestellt. Deutlich netter sogar. Was für ein Schlachtfeld, hör mir auf. Hör mir auf. Auch der wird evakuiert. Sieht gut aus. Braucht vielleicht noch ein bisschen Nachhilfe mit der Bordkanone nachher. Schauen wir mal. So. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Moment mal, der ist auch noch nicht ganz weg, ne? Wir müssen da auf jeden Fall nochmal auftauchen. Korvette ist hier drüben.
Ich frage mich gerade, ob wir nicht einfach die Korvette angreifen sollten. Dann hätten wir unsere Ruhe. Wir rechnen einfach mal. So, Archer. Für den haben wir noch keine Kursberechnung. Keine Torpedolösung. Wir begeben uns aber schon mal in Schussposition. Das dauert ja nicht lange. Seht ihr, wie schnell das geht? Nicht schlecht. So. Wir gehen jetzt schon in Position. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Das sieht ihr schon gut aus. Ja. Der fährt, auch der fährt uns auf die Art und Weise direkt vor die Rohre. Beide Maschinen Stopp. Beide Maschinen halbe Fahrt zurück. Zack, wieder nach Steuerbord. Beide Stopp. Und Feuer frei. 4339. Rohr 1 bewässern. Und dann sind wir hier eh durch mit den vorderen Rohren. Leer geschossen. Torpedotiefe 5,5. Rohr 1 los. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. 20 Sekunden. Und ich überlege gerade tatsächlich gerade die Korvette über Wasser von hinten anzugreifen, weil die sich nach hinten nicht wehren kann. Ob das nicht sogar einfacher ist. 10 Sekunden bis Einschlag. Treffer. Ich kann es kaum glauben. Und denen wird das ähnlich gehen. Also stellt euch mal vor, ich meine, wie viele Geleitsicherungsfahrzeuge da unterwegs waren. Und jetzt säuft einfach einer nach dem anderen hier ab. Wie bitter das sein muss. Und dann noch so kurz vorm Ziel. Wenn wir uns nochmal die Geografie hier vor Augen halten, die sind ja jetzt schon ziemlich weit hier drin. Narvik ist hier hinten. Kurz vorm Ziel eigentlich. Und dann werden die von U-Booten angegriffen. Das ist schon ein starkes Stück. So, jetzt haben wir noch zwei Aale. Also ich tendiere tatsächlich dazu, die Korvette jetzt über Wasser anzugreifen. Speichern nochmal. Ich stelle mir das einfacher vor. Vielleicht bin ich auch gerade einfach ein bisschen übermütig. Das kann schon auch sein. Aber, wie gesagt, wir kontrollieren. Ja, ist ganz klar, ist eine Korvette und die haben hinten einfach keine Bewaffnung. Bis auf, ja. Ich weiß nicht, ob sie mit dem Ding auf uns feuern. Aber ich meine, hinten ist nur die Wurfanlage. Einzige Kanone ist hier vorne. Wir riskieren das jetzt einfach, oder? Ihr wollt ja auch ein bisschen Action sehen. Gibt's zu. Gibt es zu. Was fährt der eigentlich für einen Kurs? Der, ja, okay, na, der sucht schon. Der sucht schon. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Wir sehen zu, dass wir hinter ihn kommen. Dann tauchen wir auf. Nah dran. Jawohl. Und wenn das so mit diesen ganzen Schadensmodellen natürlich gut umgesetzt wäre, oder sagen wir realistisch umgesetzt wäre, stellt euch vor, ich meine, der hat die ganzen Wasserbomben hinten auf dem Heck. Da einmal reingefeuert. Und gute Nacht. So, wir müssen jetzt hoch und dann beide Maschinen AK voraus. Auch wenn der jetzt wirklich noch weit entfernt ist. Aus der Distanz werden wir den nicht treffen. Aber wenn wir jetzt nicht auftauchen, fährt er uns davon. Dann dreht er und dann kriegen wir ein Problem. Auftauchen! Ja. Alte ist ein bisschen verrückt heute. Aber ja, Kommandant hat so entschieden. Also wird's so gemacht. Wechseln auf Dieselmotor. So. Hoch da. Wir schicken den alten. Moment. Stopp. Einmal ganz langsam. Okay, Knackfuß ist schon ans U zugegangen. Automatisch. Wir brauchen volle Besatzung an den Dieselmaschinen. Wir brauchen Sichtweite. Und der alte. Okay, ich glaube, wir müssen einfach noch einen kleinen Moment warten, bis wir ans Geschütz gehen können. Habe ich da nicht gerade. Korvette hat noch nicht gedreht, oder?
So. Da kommt es jetzt nämlich drauf an. Wenn der dreht, wird es unangenehm. Und ich meine, die haben uns ja gesehen. Schauen wir mal, was der so fabriziert. In welche Richtung er dreht. Wenn er denn dreht. Er muss drehen, sonst alles andere wäre glatter Selbstmord. Okay, jetzt dreht er. Sind quasi immer noch in seiner... Wie sagt man? Windschatten ist das falsche Wort. Legen Sie den Kurs an. So, in seinem toten Winkel. So, das wollte ich eigentlich sagen. Jetzt sind wir schon auf unter 1,5 Kilometer dran. Jetzt schauen wir mal. Moment mal, schießt der da nach hinten? Dürfte eigentlich nicht möglich sein, aber ich hab's. Irgendwer hat geschossen. Hoffentlich haben wir da jetzt kein anderes Kriegsschiff übersehen. Ganz bisschen nach Steuerbord. Schau natürlich auch, dass wir unsere Silhouette möglichst klein halten. Treffer. Ruder mit Schiffs. Ich sag's euch, den kriegen wir. Den kriegen wir. Oh, der war zu hoch. Uiuiui, wenn wirklich die Wasserbomben hier hinten auf dem Heck detonieren würden, das wäre natürlich großartig. Aber ich glaube, so weit haben sie das noch nicht praktisch technisch umgesetzt. Auch wenn das absolut brillant wäre. Der BDU dürfte hoch erfreut sein aufgrund der Kaltschnäuzigkeit des Kommandanten. Der säuft sowieso schon ab. Der ist weg vom Fenster, ich sag's euch. Dann werden wir dem hier hinterher knüppeln. Korvette säuft ab. So, nochmal kurz einen Blick riskiert. Dann fahren wir ihm jetzt hinterher. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Funken, dann müssen wir die beiden noch versenken. Und dann bin ich mal gespannt, was hier hinten so geboten ist. Was da alles passiert ist. In der Zwischenzeit. Werden wir uns dann schön langsam dran machen? Weil da müssen ja noch jede Menge Kriegsschiffe sein. Außer die Boote haben die alle versenkt, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und dann haben wir noch diesen einen Zerstörer, der noch über Wasser liegt. Und dann haben wir hier, glaube ich, ordentlich was eingesagt. Hör mir auf. Also, dass sich das nochmal so entwickelt, hätte ich ja nicht für möglich gehalten. Aber das war schon oft so. So. Und Feuer frei. Und ich sollte mir auch tatsächlich dann noch kurz die Zeit nehmen und Rettungsboote versorgen. Da können wir hinsichtlich Ansehenspunkte ordentlich abstauben. 20 Grad Backbord. Kaum zu glauben. Es ist wirklich kaum zu glauben. Ja, und nichts davon ist halt geskriptet. Die Boote sind halt... Die waren eben gerade noch irgendwie in der Nähe, denke ich. Ordentliche Portion Glück gehabt, dass die genau zum richtigen Zeitpunkt aufgetaucht sind. Als wir gerade also wirklich unsere dunkelste Stunde hatten, wo die Chancen für unsere Versenkung am allerhöchsten waren. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und dann hat sich einfach alles geändert. Pure Wahnsinn. So, den haben wir gleich. Feuer an Deck. Den haben wir gleich. Na komm schon.
zäher als gedacht. Wie viel braucht er denn noch? Was ist er denn? Ah, nicht mehr viel. Ja, wobei. Deutlich zäher als gedacht. Aber ein Torpedo wäre jetzt auch Verschwendung. Legen Sie den Kurs. Keine Frage. Dann schneller, schon langsame schneller. Fahrt voraus. Ja, also die Sounds, nochmal vielen Dank für den Hinweis. Diese Sound Mode, Realistic Sounds, der kommt schon gut. Ist zwar offiziell outdated, also wird einem angezeigt, man muss ja am Anfang, bevor man das Spiel startet, die Mods noch aktivieren, aber wie man hören kann, funktioniert auf jeden Fall. So, wird evakuiert. War's das? Gnadenschuss hinterhergejagt. So, säuft ab. Kompressor laufen lassen, Lenzpumpe an. Wir versorgen einmal schnell hier die beiden Rettungsboote. Und dann sehen wir zu, dass wir die anderen noch unter Wasser befördern. Vorräte übergeben. Oh, tatsächlich, jetzt habe ich hier... Ach, das ist ja ärgerlich. Na gut, dann kriegen sie halt... kriegen sie was von dem guten Zeug. Ah, nicht schlecht, okay. Einmal funken. Gut, ich meine, wir sind jetzt eh so gut wie leer geschossen und Rückmarsch steht kurz bevor. Von daher können wir denen auch einfach unser ganzes restliches Zeug so gut wie geben. Also natürlich nicht alles, aber okay. Soweit, so gut. So, dann widmen wir uns den nächsten beiden. Da dürfte hoffentlich auch nicht mehr allzu viel fehlen, bis die hier komplett absaufen. Dann werden wir auch da noch schnell die Rettungsboote versorgen, um noch mehr von den Ansehenspunkten mitzunehmen. Dann werden wir wieder zurückschippern, dort wo wir quasi unseren Angriff begonnen haben. Dort wo dann die anderen Boote hinzukamen. Da haben wir noch den einen Zerstörer. Wo wir noch ein bisschen nachhelfen müssen, und dann bin ich natürlich mal sehr gespannt, wie sich dort die Situation jetzt verändert hat. Da haben wir jetzt gar nichts mehr mitbekommen. Keine Horchpeilung mehr gehabt, gar nichts. Bin ich mal gespannt. Ich meine, wenn die Kriegsschiffe die anderen Boote versenkt hätten, bis zum jetzigen Zeitpunkt, dann hätten die ja schon längst alle hinterher geschippert kommen müssen, also und zwar mit AK, während wir dort den Konvoi behakt haben. Also gehe ich mal davon aus, dass die Situation dann doch irgendwie für uns ein bisschen erfreulicher verlaufen ist dort hinten. Oh, der war zu kurz. Na gut, ich will euch mal nicht mit der letzten, mit der hunderttausendsten Deckgeschützversenkung hier langweilen. Wir machen nochmal einen kleinen Cut an der Stelle. Moment, der andere ist... Okay, hier drüben. Na, das haben wir gleich. So, Empire Austin. Das hat dann auch genügt. Damit sollte hier soweit alles erledigt sein. Rettungsboote haben wir jetzt hier auch noch mal ein paar in der Nähe. Die beiden habe ich noch nicht versorgt. Ich glaube, Überlebende können wir jetzt auch keine mehr an Bord nehmen. Da habe ich, glaube ich, jetzt auch das Maximum erreicht. Wir schauen gerade noch mal ganz kurz. Da hätten wir noch zwei Offiziere bestätigt. Haben die jetzt noch reingepasst? Wo sehe ich denn eigentlich? Ah, hier. Okay, gut. Da haben wir jetzt tatsächlich das Maximum. Sehr schön. So, haben wir hier noch irgendwo irgendetwas übersehen? Wracks, Wracks, Wracks. Die sind alle weg vom Fenster. Dann, beide Maschinen, große Fahrt voraus, begeben wir uns mal hierhin zurück. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, Punkt 2, das war der Punkt, wo wir dann den Konvoi wieder entdeckt hatten. Also die übrigen Frachter, die dann vorausgefahren sind.
Versenkungen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und irgendwo in diesem Bereich müssten theoretisch dann noch... Der Zerstörer, glaube ich, liegt hier. Dann werden wir da mal hinschippern. So. Und hier machen wir mal auch volle Brückenbesatzung, damit uns auf jeden Fall frühzeitig Schornsteinrauch und Co. gemeldet werden. Weil ich vermute mal schon... Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier die Kriegsschiffe jetzt einfach weg sind. Andererseits hätten die ja eingreifen müssen. Also es ist schon komisch, ne? Ich meine, wir waren hier mehr oder weniger unbehelligt und die konnten sich jetzt sicherlich auch nicht darauf verlassen, dass die Korvette das hier alles in Ordnung bringt. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Na gut. Sichtkontakt, kleine Gruppe, wen haben wir da? Oder ist das noch der Zerstörer? Moment mal. Das ist auch interessantes Verhalten, ne? Die gehen dann, also schippern schon zu den Kriegsschiffen hin. Das ist ja, den haben wir ja angeschossen, das ist der, der evakuiert wurde. Herr Kaloy? Aber sie schießen dann nicht, wie mir scheint. Oder sie haben sich, naja, nee. Wenn sie auf den geschossen hätten, hätten sie den ja versenkt. Statisches Ziel, also. Nee, 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 schon merkwürdig. Aber okay, ist einfach alles noch nicht... Noch nicht ausgereift, würde ich mal sagen. So, jetzt ziehen die ab, die beiden. Anderen Boote. Alle Maschinen stopp. So, wir können niemanden mehr an Bord nehmen. Aber wir versorgen die natürlich jetzt noch. Ich habe das Dosenbrot hier nochmal umgeschichtet. Jetzt, ja, das ist einfach günstiger. Wenn man damit die Boote versorgt. So, das bleibt euch jetzt nicht erspart. Wir gehen noch schnell die Rettungsboote durch. Die kriegen ein bisschen Schweinefleisch. Da könnt ihr euch auch mal nicht beschweren, oder? Also die meisten kriegen ja tatsächlich immer nur Dosenbrot. Hier sogar frisches Gemüse. Volles Programm. So. Und mehr würde ich aber auch ungern hergeben. Aber das passt doch. Damit haben wir alle Rettungsboote vom Zerstörer versorgt. Jetzt versorgen wir den Zerstörer selbst noch. Und das sollte genügt haben. So. Okay. Posten verlassen. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Funken und dann rundhorchen. Ich will mir hier mal ein Lagebild verschaffen. Kann einfach nicht glauben, dass die anderen Kriegsschiffe weg sind. Was machen die anderen Boote? Als wenn sie von diesem Wrack angezogen werden. Aber der ist ja auch schon längst abgesoffen hier, ne? Der ist weit unter der Wasseroberfläche gelandet. Hm. Ja, merkwürdig. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt trotzdem einmal rundhorchen. Schauen wir mal. Oh, das war... Oh, zu schnell laufen lassen, oder? Aber es kam keine Peilung rein. Kann das wirklich sein? Ach nee, wir sind... Moment. Stopp, stopp, stopp. Blödsinn. Machen wir einmal so. Und einmal so. Und einmal so. Okay. Hier ist nichts mehr los. Das kann ja nicht sein. Kann mir das jemand erklären? Hat zumindest vielleicht jemand eine Theorie, was hier passiert sein könnte? Haben unsere Boote wirklich diese ganzen Kriegsschiffe hier versenkt? Kann das sein? Kann das wirklich sein? Es ist schwer vorstellbar. Theoretisch natürlich, aber... Und dass die einfach abgehauen sind, die anderen Kriegsschiffe, kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Aber das sind aktuell irgendwie die beiden einzigen Optionen, die ich sehe. Halte aber beides für schwer vorstellbar. Aber hier gibt es keine Horchpeilung im Umkreis von. Wir haben ja hier schon eine Distanz von über 100 Kilometer. Okay, es ist schon, es ist merkwürdig. Na schön, gut, soll mir recht sein. Auftauchen. Können wir nochmal Erkennungssignal geben hier den anderen Booten.
zu den anderen Booten rüber und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Rückmarsch. 28. Mai, wie lange sind wir jetzt unterwegs? Das hat jetzt noch ein bisschen länger gedauert, knapp 14 Tage. 15 Tage, 18 Stunden. Ja, durchwachsene Feindfahrt, also unterm Strich natürlich super erfolgreich. Das mit dem Konvoi jetzt gerade noch am Schluss war der Hammer. Wetterstation aufgebaut, Haken drunter, auch sehr gut. Nur all das irgendwie mit diesen, also, dass man da hinten nicht so wirklich manövrieren kann und Navig, das war eine komische Geschichte, aber gut. Ich glaube, damit kann man leben. Unterm Strich ist das doch alles top gelaufen. So, wo sind die anderen Boote? Schon zu weit weg. Aber das ist auch immer ganz interessant. Moment, stopp mal. Ja, jetzt haben wir die natürlich nicht mehr in der Peilung hier, ne? Aber da sieht man mal, wenn man selbst hier auf dem Turm ist, da sieht man mal, wie gut eigentlich die anderen Boote getarnt sind. Oder wie schwer einfach generell so ein U-Boot auszumachen ist, ne? Auf die Entfernung. So, den haben wir jetzt hier drüben. Entfernung 8 Kilometer. Auf unserer Steuerbordseite. Muss der theoretisch hier drüben irgendwo sein, ne? Nicht zu erkennen. Und der ist noch gut innerhalb der Sichtweite. Muss man sagen. Wir richten uns mal auf ihn aus. Okay, gut, jetzt kann man, wenn man es weiß. Aber sonst... Gut, der Turm schaut jetzt schon relativ. Aber man muss schon hinzoomen. Na, ohne den Zoom mit einem normalen Fernglas kaum zu erkennen. Die anderen Schiffe haben es natürlich ein bisschen leichter. Natürlich, Ausguck ist natürlich deutlich weiter oben. Na schön, dann würde ich sagen, sind wir hier soweit fertig. Ein Konvoi weniger, abermals. Und das bedeutet für uns, okay, wir machen das jetzt aber hier noch im Schnelldurchlauf. Ich möchte einfach schauen, ob wir noch auf die anderen Schiffe stoßen, auf die anderen Kriegsschiffe. Und dann gibt es den Rückmarsch im Schnelldurchlauf. Ansehenspunkte. 10 und schon wieder 44%. Für die Mission sollten wir 12 bekommen. Also insgesamt haben wir dann 12. Ja, das ist schon ganz gut. Legen Sie den Kurs an. Sichtkontakt, kleine Gruppe, das wird auch wieder... Das ist das Boot. Also eins unserer Boote hier. Mit 100%. Da habe ich keinen Zweifel. Irgendwo hier hinten. Okay, ein letztes Mal noch rundhorchen, einfach nur aus Interesse. Schraubengeräusche. Neun bis da ist der nächste Konvoi. Okay, wir haben nur noch zwei alle, also für uns ist Feierabend. Aber das dürfte sicherlich für die anderen Boote noch interessant werden, die hier operieren. Die werden da sicherlich nochmal dran gehen. Ach, der ist unterwegs nach Navig. 2 bis 4, aha. Also das könnten sie ja tatsächlich sein hier, ne? Die übrig gebliebenen Kriegsschiffe sind aber abgelaufen, habt ihr gesehen? Okay. Ja, interessant. Gut, aber wie dem auch sei, für uns ist an der Stelle Feierabend. Ab nach Hause. Bisschen Werftliegezeit, bisschen Urlaub. Boot wieder startklar machen und dann denke ich mal... Sind wir irgendwie so Mitte Juni rum... Wieder draußen im Atlantik oder ähnlichem. Doch, ich würde sagen Atlantik. Ich würde sagen, Plan für die nächste Unternehmung auf jeden Fall wieder Tonnagekrieg. Und ich muss mir das notieren. Einmal einen Blick auf La Rochelle werfen, bevor wir dort unsere Zelte aufschlagen können. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Oder generell interessiert mich einfach, wie sie La Rochelle dargestellt haben. Ich habe es ja noch gar nicht gesehen in dieser Version. Und es soll ja verdammt gut geworden sein. Okay, der 1WO ist ja bereits Ritterkreuzträger, der alte ebenso.
Sogar schon Eichenlaub und gekreuzte Schwerter kommen auch demnächst in absehbarer Zeit irgendwann dazu. Gut, Mission der Kampagne abgeschlossen. Bäreninsel. Plus 200, plus 8000 Geld. Verbesserte Wettervorhersagen. Versenkungen. Empire Dawn. Newcomen. Edelmetalle. Die schaffen ganz viele Edelmetalle dort nach Narvik, wie mir scheint, ne? Interessant. Empire Deed. Das waren alles echt, also sehr, sehr kostbare Ziele. Also, wie sagt man, mit erhöhter Priorität, würde ich mal sagen. Ja, ich weiß, man hätte natürlich, könnte man an Bord gehen und so weiter, ne? Hat man letztes Mal, glaube ich, schon. Aber ihr habt ja gesehen, wie viel Geld wir haben. Über 150.000. Das ist ein Bereich, da mache ich mir dann einfach null Gedanken mehr. Absolut nicht notwendig. Ja, nicht schlecht. Da ist ein bisschen was zusammengekommen hier. Knapp 40.000. Und das war doch jetzt. War das alles der einzige Konvoi, glaube ich, oder? Nur dieser eine Konvoi. Ja, okay, gut. Ich würde sagen, durchaus eine erfolgreiche Unternehmung. Wir checken nochmal das Datum. 1. Juni. Ja, gut. Ich schicke sie auf jeden Fall in Urlaub, also 3 Wochen. Dann sind wir Ende Juni wieder draußen, ich denke mal. Und dann wird es wieder Richtung England gehen. Tonnagekrieg. Ich denke mal, dass wir uns hier dann wieder beteiligen werden. In der Hoffnung, dass wir vielleicht ein Planquadrat in dem Bereich zugewiesen bekommen und dass wir dann einfach das noch als Gelegenheit nutzen können, mal Good Old La Rochelle unter die Lupe zu nehmen. Das ist mal so der grobe Plan. Schlacht um Frankreich hat begonnen. Dürfte also sowieso nicht mehr so lange dauern. Also ich habe die Daten nicht auswendig im Kopf natürlich, aber ich meine 2 Monate noch oder so. Dann sind wir sowieso in La Rochelle. Oder wird natürlich das Ziel sein. Okay. Ansonsten hätten wir natürlich immer noch die Qual der Wahl. Scarpa Flow ist, was ich so gelesen habe, jetzt mehr oder weniger unspielbar, weil einfach sehr buggy und ultraschwer werde ich von absehen. Das hatten wir schon. Minen könnte man nochmal legen. Ist aber, glaube ich, aus Zuschauersicht eher belanglos. Unternehmen Weserübung könnte man nochmal sich beteiligen, aber das dauert ja auch nicht mehr allzu lange, bis das abgeschlossen ist. Von daher, ich würde sagen, es geht mal wieder hier Richtung Tonnagekrieg in der nächsten, bei der nächsten Unternehmung. Aber für den Moment soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr seid entlassen. Wegtreten. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.